Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr auf eurem Unraid-Server ChatGPT von Meta, also LLama, installieren könnt. Los geht's! Im Prinzip ist dieses LLama von Meta das gleiche wie ChatGPT, nur mit ein bisschen weniger Informationen, natürlich eine andere Oberfläche, aber das Ganze ist Open Source, heißt, ihr könnt es zum Beispiel auch auf eurem Unraid-Server installieren. Ihr könnt es auch auf anderen Docker-Systemen installieren oder auch einfach auf eurem Computer. Ich möchte euch in diesem Tutorial aber mal zeigen, wie ihr das auf Unraid installieren könnt. Wie ihr sehen könnt, bin ich ja schon direkt im Apps-Tab und hier können wir jetzt einfach mal Search eingeben, also Serge geschrieben. Und hier kommt auch das Einzige und das hier müssen wir jetzt mal installieren. Hier steht das Ganze auch nochmal Search LLama Made Easy. Hier sehen wir jetzt Repository, ja, können wir alles so lassen. Dann den Port, dann die DB, okay, können wir auch so lassen. Und hier muss noch ein Pfad angelegt werden, das passt auch soweit. Sonst sehen wir hier auch, dass es die CPU einmal auslastet und es gibt hier verschiedenste Modelle. Aber da kommen wir dann gleich zu. Jetzt klicken wir erstmal auf Apply. Und dann wird dieser Docker jetzt installiert. Das dauert kurz. Jetzt ist das Ganze hier nach einer kurzen Zeit hier abgeschlossen und dann können wir auf Done klicken. Hier können wir jetzt Close klicken und dann sehen wir, es ist installed. Jetzt gehen wir hier auf Docker. Und sehen hier, Search ist installiert. Hier sind jetzt noch ein paar andere Daten, wie zum Beispiel, wo jetzt hier die Locations von den Ordnern sind. Und hier sehen wir auch den Port, beziehungsweise hier die IP-Adresse, worüber man das Ganze erreichen kann. Ja, und dann würde ich sagen, können wir das hier gleich mal aufrufen. Einfach kopieren, im Browser eingeben. Und wenn wir hier Enter klicken, sehen wir hier schon, Say Hi to Search. So, und jetzt sind wir schon mal hier in diesem System drin. Aber bevor wir das hier machen, müssen wir erstmal die Modelle downloaden. Und dafür klicken wir Download Models. Hier sehen wir jetzt, was können wir hier auswählen. Wir können hier 7b, die 7b Native, 13b, 30b und GPT for All auswählen. Ihr seht hier schon, hier ist jetzt immer eine Gigabyte-Anzahl angegeben. Das hier steht jetzt auch nochmal drüber. Make sure you have enough disk space and available RAM to run them. Guckt auf jeden Fall nochmal nach, wie viel Speicher ihr frei habt. Ich wähle hier aber trotzdem mal die erste Variante 7b hier aus und klicke auf Download. Und hier sehen wir jetzt den Fortschritt, das dauert jetzt auch kurz. So, nach ein paar Minuten sehen wir hier ist ein Haken dran. Dann können wir jetzt auf Home switchen. Und das Ganze war es auch schon mit der Installation. Jetzt kommen wir noch zum Testen. Und zwar, wir gehen jetzt hier nicht mal auf Start a new Chat, sondern können hier nochmal kurz in die Option hier reingehen. Und da stelle ich jetzt einfach mal die maximale Antwort hier auf 512 und starte jetzt mal hier einen neuen Chat. Und hier sehen wir jetzt, sieht das Ganze ein bisschen ähnlich aus wie bei ChatGPT. Nur das Ganze ist hier als LLama. Und hier können wir jetzt einfach irgendwas reinschreiben und ich frage da jetzt einfach mal was. Ich habe jetzt hier mal ein paar Fragen gestellt und das Ganze auch an ChatGPT. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Frage an. Und zwar, wer ist aktuell Bundeskanzler in Deutschland? Und hier sehen wir jetzt zwei unterschiedliche Antworten. Einmal von LLama, Angela Merkel, von ChatGPT hier Olaf Scholz. Was hier natürlich richtig ist, ist ChatGPT. Hierzu muss man allerdings sagen, dass LLama natürlich weniger Daten zur Verfügung hat wie ChatGPT. Denn erstens, ich habe hier natürlich die kleinere Version mit nur 4 GB und das ist natürlich gar nichts. Es gibt natürlich hier noch mehr oder besser gesagt größere Modelle mit 20 GB. Die sind aber trotzdem noch nicht mal die Hälfte von ChatGPT. Also da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Und LLama wurde hier mit Daten von 2021 ungefähr trainiert. Und deswegen sagt LLama hier Angela Merkel und ChatGPT ist hier auf dem neuesten Stand und sagt natürlich auch gleich Stand April 2023 und sagt natürlich Olaf Scholz. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage, die Frage überspringe ich jetzt mal. Erklär mir auf Deutsch, was eine Brandmeldezentrale ist. Und hier hat jetzt LLama gesagt, auf Deutsch bedeutet Brandmelder Central, warum auch immer das hier so übersetzt wurde, dachte halt, es wäre jetzt Englisch. Ein System zur Überwachung von Feuerbränden und deren Ausbreitung in einem Gebäude oder einer Siedlung. Ich würde sagen, das ist auch eigentlich schon richtig, dass hier so komische Sätze rauskommen oder
dass es jetzt so nicht ganz richtig ist, kann auch einfach darin liegen, dass Lama vor allem dafür ausgelegt ist, Englisch zu sprechen und eher Deutsch nicht so kann. Und es kann auch darin liegen, dass wenn ich hier Deutsch schreibe, es einfach nicht gut übersetzt wird und dann halt sowas hier rauskommt. Hier ChatGPT hat mir natürlich eine lange Antwort gesagt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch richtig. Eine Brandmeldezentrale ist ein wichtiger Bestandteil der Brandmeldeanlage in Gebäuden. Sie empfängt die Signale der Brandmelder, die in verschiedenen Bereichen des Gebäudes installiert sind und wertet sie aus und bla bla bla. Das ist auf jeden Fall eine sehr ausführliche Antwort. Und jetzt kommen wir hier noch zu der letzten Frage, die ich gestellt habe. Wer ist der Gründer von der Firma Apple? Und hier schreibt Lama, the founder of company, of the company Apple was, ist Steve. Damit meinte Lama natürlich Steve Jobs, aber hier denke ich, ist auch wieder das Problem, dass die Frage einfach nicht genau definiert wurde. Man kann jetzt natürlich auch auf Englisch schreiben. Und hier kam jetzt auch eine kurze Antwort und das ist Steve Jobs. Also eigentlich korrekt und daran sieht man, finde ich eigentlich ganz gut, dass vielleicht auch die Frage auf Deutsch einfach nicht so gut verstanden wurde und hier in Englisch natürlich das Ganze besser funktioniert. Wenn wir uns jetzt hier bei ChatGPT das Ganze angucken, dann sehen wir hier, wer ist der Gründer von der Firma Apple. Die Firma Apple wurde von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne im Jahr 1976 gegründet und bla bla. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine sehr ausführliche Antwort, aber im Grunde genommen stimmen beide Aussagen hier, weil ich ja hier eigentlich auch gefragt habe, wer der Gründer war und nicht wer die Gründer waren. Ja, also ihr seht schon, es kommt da vieles drauf an, wie man es formuliert. Trotzdem das Ganze kurz gefasst nochmal für euch. Und zwar der Unterschied, der größte Unterschied zwischen ChatGPT und Llama ist eigentlich einmal, dass Llama eben Open Source ist, heißt, ihr könnt es eben wie ich hier auf meinem Server installieren und es soll ressourcensparender sein, also weniger Leistung verbraucht dafür, was es tut. Bei ChatGPT ist eindeutig der Vorteil, viel mehr Trainingsdaten und auch eben diese bessere Übersetzung, würde ich sie jetzt einfach mal nennen, also besseres Textverständnis, was ziemlich sicher auch einfach von den mehr Trainingsdaten kommt, hilft ChatGPT einfach, bessere Antworten zu geben. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das so bleiben wird. Denn Llama kann ja sich immer noch weiterentwickeln und kann somit vielleicht auch irgendwann so gut sein wie ChatGPT. Nur gerade ist es halt nicht der Fall. Wie man hier sieht, gibt es auf jeden Fall ein paar Unterschiede. Trotzdem ist Llama eine coole Spielerei und wer weiß, vielleicht ist es eines Tages so gut wie ChatGPT. Das war es jetzt aber auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und vor allem weitergeholfen. Und wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und weitere Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.